Drop this bass. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Sky. Mit mir, dem Kirsch. So, wie versprochen, ich habe die nur sich infizieren lassen. Nicht alle, aber einige. So, dass wir jetzt etwas schaffen können. Und vielleicht nicht alles, aber vieles. Und vielleicht schon ein paar Strings bekommen en masse. Wir nehmen jetzt bloß die Infizierten. So. So, dass wir dann uns dann hier noch einen Baum wieder hinsetzen können mit normalem Laub. Um halt noch ein bisschen Erde zu bekommen. Zumindest so lange, bis es dann endlich mal regnet. Denn aktuell noch kein Regen in Sicht. Haha. So. So, eigentlich wollte ich auch noch am Sonntag streamen, habe es allerdings nicht mehr geschafft, weil es ist dann zu spät geworden. Weil ich nehme das hier quasi auch gerade noch am Sonntag auf. Und wir haben es um 11 abends. Ja, und da... Nee, das wäre zu spät geworden. Ah, hier liegt noch, lag noch was. Oh, liegt das hier oben? So. Vielleicht haben wir Glück und es fängt gleich noch an zu regnen. Weil da können wir unsere Plattform erweitern und können dann schon mal langsam Erde 7, das werden wir auf jeden Fall dann machen können schon. Sup. Eigentlich können wir jetzt alles Sieve. Und es gibt hier wirklich Dinge aus Construct drauf. Danke nochmal für den Tipp. Bloß bei dieser Mod, in diesem Modpack ist es ein bisschen verschärft worden. Wir können dann kurz drauf gucken. Tinkers Table. Ja. Crafting Station. Da brauchen wir 4 Crafting Table. Ist ein bisschen verschärft worden. Einige Rezepte. Okay, weil ich habe ja schon mal geguckt gehabt, wenn man da sich etwas noch solche Seeds machen will. Seeds. Diese Redstone Drone Seeds. Da brauchen wir Redstone Erz. Das müssen wir bestimmt, glaube ich, drunter setzen. Dann Farmland. Dann müssen wir die Blumen erarbeiten. Okay, das heißt, da müssen wir vieles machen. Das wird noch was Schönes. Da haben wir uns was vorgenommen. Leute. Und mal gucken, vielleicht, weil ich habe es jetzt in der gestrigen Folge von Sky Factory schon angekündigt, werde ich vielleicht mal auf einem Server mitspielen von Snice. Muss ich auch mal gucken hier wieder. Da werde ich bestimmt einiges auch machen, aber bestimmt nichts viel offscreen. Da werde ich viel offscreen machen, da können wir auch mal eine Server-Rundtour machen. Server-Rundgang besser gesagt. Um das ein bisschen zu beschleunigen. Wenn ihr das sehen wollt, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben und fett Likes geben. Hashtag Like, nein. Nicht unbedingt. Aber ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben. So. Wir brauchen wieder mal eine Crook. Unsere Crook hat gerade die Hufe hochgemacht. Oh, wieder 2 Stück. Ah, dann können wir erstmal hier wieder normale Setzlinge machen. Ja, ich weiß, die waren jetzt nicht ganz ausgereift, aber wir haben genügend für 7. Und ein Bett. Das ist die Hauptsache. So, mal gucken, vielleicht machen wir sogar dann bald eine Mob-Farm. Mal wieder. Nein, falscher. Silkworm haben wir auch noch 9, also wenn wir mal ein paar Bäume brauchen, können wir die besilken. Jetzt müssen wir mal warten, bis der hier weg ist. Na. Okay, wir können die 4 Setzlinge schon mal pflanzen. Zack, zack, zack. Einmal frei. Ach ja. Ist weg, gut, man könnte twerken. Man hat mir auch den Tipp gegeben, nicht direkt hinzugucken. Das bringt zwar eigentlich nicht viel, weil die kriegen immer mal einen Bone Meal Effekt.
Und wenn wir dann Erde haben, können wir die durchsieben und halt dann mit Mittel Glück Cobblestone gewinnen. Eine ganze Menge. Na kommt, wachst. Ihr lieben Bäume, wachst. Man ist sogar überlegt, aber noch mehr Bäume pflanzt. Weil jetzt können wir schon mal fast 6 Bäume machen. Kommen bloß ein paar Slabs noch. Sehr schön. So, dass wir das ein bisschen noch schützen können. Schützen. Hanfly regt jetzt doch mal jetzt endlich. Regen. Wir brauchen Regen. Regen und jede Menge Erde. So. Okay, und dann machen wir mal ein paar Slabs drüber. Das sind wirklich dann unsere Erdeimer. Ach nö. Wirklich. Ach, machen wir es halt so. Der kommt wieder weg. So, und die können wir jetzt dann nur für Erde benutzen. Ach ja, der muss noch weg. Ach ja. Verdammt, der war weg. Okay. Ach, zwirgen, zwirgen, zwirgen. Okay, wer jetzt sagt, wird es schneller gehen. Wir haben aber auch keine Fackel. Und Materialien für den Sieb haben wir jetzt bestimmt auch nicht mehr. Sieb. Nein. Ach, ich guck dich jetzt an. Und wir müssen noch bald was essen. Ach, nö. Dumm, dumm, dumm. So, wo sieht man hier, welchen Chunk man ist? Ah, Biom, Biom, Biom. Oh, oh. Ich glaube, in einem Ocean-Biom kann es nicht so viel regnen. Ups, da müssen wir dann mal schnell auf den Tag warten und mal ein bisschen uns in eine andere Richtung bewegen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Water Bucket. Gibt es keine Möglichkeit, den irgendwie anders zu bekommen? Nein, wir müssen Cobblestone, das müssen wir aus. Diesen Ex Nihilo. Und das aus Gravel, und das kriegt man halt aus, wenn man Gravel siebt. Wahrscheinlichkeit von 20%, das haben sie, okay, das hat er höher gesetzt, Eisen zumindest. Diamanten hat er bestimmt auf 1 gelassen. Okay, ich werde jetzt bestimmt eine kleine Aufnahmesession machen, damit wir mal ein paar Folgen haben. Die Folgen werden 20 Minuten lang werden. Also werde ich jetzt hier eine Stunde aufnehmen. Ja, und man hört bestimmt im Hintergrund meine Sneak-Taste. Ich versuche sie so leise wie möglich zu drücken. Ach ja, schlimm, schlimm.
So, wir können ja schon mal ein bisschen Silk Mesh machen. Zwei Stück. Dankeschön. Und die sind schön stackbar. So, Bett brauchen wir jetzt nicht. Okay, wir müssen erstmal alles drauf verwenden, dass wir... Ach, ist das schlimm. Eigentlich hätte er ja wirklich am Anfang eine Fackel mit reingeben können. Ins Inventar. Denn das ist ranschieden, das will ich nicht. Das ist ja dann nicht Sinn und Zweck der Sache. Ach, schlimm. Ich denke mal, ich mache einen Cut und warte bis. Na, okay, es wird eigentlich gleich Tag. Oder ich mache einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, und dann bin ich auch schon wieder und jetzt können wir hoffentlich aktiv twerken hier. Twerken, was das Zeug hält. Dass die Bäume endlich groß werden. Kommt schon. Habt euch nicht so mädchenhaft. Und ich habe schon noch mal eine Erde gemacht, weil wir hatten noch 9 Blätter. Warte mal, es gibt doch hier eine Möglichkeit. Barrel. Oak. So, da gibt es doch glaube ich noch was anderes. Used. Von denen ein Fass. Oak Crucible. Da könnten wir uns glaube ich auch Wasser herstellen. Das heißt, wir müssen jetzt alles auf Holz erst nochmal machen. Ein Slab haben wir noch. Weil da können wir auch Wasser herstellen. Mit, glaube auch mit Laub. Wenn es hier so drin ist. Nicht, dass er es rausgenommen hat. Das wäre dann vielleicht kontraproduktiv. Ach komm schon, Bäume. Ihr dürft ruhig jetzt wachsen, es ist Tag. Ach, schlimm. Manchmal klappt es auf Anhieb, dann wieder mal nicht. Oh, da haben wir einen, aber der wird bestimmt nicht genügend bringen. Ein Setzling haben wir schon mal. Und der nächste Baum gewachsen, das ist ein bisschen größer. Das ist halt das Gute, dass halt auch noch der Schermatier mit drin ist. So, die zwei Bäume haben wir auf jeden Fall sicher. Okay. Mal gucken, ob das so klappt, wie ich es mir erhoffe. Wenn ja, habt ihr auch gleich noch einen Tipp für euch, eure Welten. Oder wenn ihr dann auch auf dem Server spielt und es dort nicht regnet, könnt ihr euch dann so Wasser herholen. Na, wirklich wegen. Einem. So, da dürfte ja auch ohne Feuer funktionieren. Seht ihr, und schon kriegen wir da draus Wasser. Jetzt bin ich froh, da haben wir das Problem gelöst. Okay, jetzt müssen wir erstmal eine Axt machen. Und danach können wir wieder Erde machen. So. Ich mach gleich mal zwei extra. Gut. Gut. Habt ihr das rausgefunden? Mit mir zusammen? Okay. So, immer schön Erde machen. Die wir durchsieben können. Für Stein.
So, das müssen wir noch verwenden für Wasser. Da brauchen wir auch noch mindestens ein paar. Ach ja, da haben wir doch noch was Gutes rausgefunden. Also brauchen wir erstmal drei Wassereimer. Ein Eimer. Das heißt, sehr viel Erde machen. Die Äpfel tun wir zur Seite, da kann man dann was zum Essen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Warte mal, wir brauchen mindestens zwei für eine unendliche Wasserquelle. Das heißt, wir tun hier die 8 noch rein und die anderen können wir klein machen. Zu Kompost. Das ist doch mal erfreulich. So. Okay. Die wieder anpflanzen. Die können dann in Ruhe erstmal die Cane. Sticks. Jetzt können wir das Sieb machen. Zwei Sticks haben wir. Und wir können eigentlich. Ja, einmal frei. Ganze Erde rausnehmen. Okay, und jetzt heißt es für uns. Draufstellen und sieben. Melonensamen haben wir schon mal. Und hier gibt es ja auch Agrikultur drauf. Das heißt, wir können die Samen, also wie zum Beispiel Weizen, das verbessern. Da kriegen wir sogar statt einen Vierer raus. Wenn die halt dann so perfekt sind wie bei Sky Factory 3, die Hühner. Aber das dauert halt alles seine Zeit. So, Bucket. Gravel. Das heißt, wir brauchen 12 von denen. Oha. Das heißt, jede Menge Erde. Entweder war die weg oder wir haben sie noch bekommen. Okay. Da war einmal zu wenig drin. Schlimm. Weizensamen haben wir schon mal. Pumpkins. Okay. Hier gibt es ja auch das Heavy Sieve. Weil da können wir die Erde komprimieren. Bloß da brauchen wir 36. Okay, da hätten wir bestimmt zu wenig Strings. Ja, da haben wir zu wenig Strings dafür. Das müssen wir später wieder machen. Später einen Angriff nehmen. Vielleicht wächst man noch einen Baum, vielleicht nicht. Machen wir gleich mal nochmal drei Scheren. Die brauchen wir immer mal wieder. Oh, Gras haben, da können wir dann eine grüne Fläche machen. Oh yeah. Und dann können wir uns auch eine schöne Inselstadt erbauen. Mal gucken, vielleicht sehe ich diese Welt mal irgendwann auf dem Server. Da könnte ich dann auch mit euch zusammen spielen. Spielen. Okay, das klingt immer so. Okay, jetzt heißt das mal. Laub. Kommt her, ihr Läublein. Halt. Jetzt können wir einen Baum abholzen. So. So, drei Baumsamen haben wir auch schon wieder. Seit links. Nicht Samen. Gut. So, dann machen wir mal noch die zwei Erde durch. Und dann wäre es auch schon für die, was für diese Folge.
getan. So, jetzt gucken wir mal, ob der Hammer hier auch noch so geht. Jawohl. Okay. Ja, das machen wir mal ganz fix. Da machen wir uns nämlich mal einen Slab Furnace. Den setzen wir mal hier hin. Da können wir uns nämlich mal ein bisschen Holzkohle durchbrennen. Um halt mal ein paar Fackeln zu machen, dass wir hier ein bisschen ausgeleuchtet haben. Okay, und damit sage ich an der Stelle hier, danke fürs Zuschauen, hoffe es euch gefallen. Kommentiert, abonniert, liked, ansonsten eigentlich ist vollkommen euch überlassen. Jetzt machen wir noch schnell die Fackel. So. 2, 3 Slabs. Hab's jetzt rausgenommen, ja. Sup. Und dann setzen wir die Slabs mal einmal hier hin und dorthin. 2 Fackeln hin, dann können die Bäume auch nachts wachsen. Und nicht vergessen, macht's gut und bis morgen. Tschüss.